So, ich bin Benny, Parkour-Athlet, Ninja-Athlet und ich will dir ganz kurz zeigen, wie ein Muscle-Up funktioniert. Das ist neben dem Backflip die Übung, auf die ich am häufigsten angesprochen werde, weil es, glaube ich, für ganz viele Leute ein Meilenstein im Fitness ist, aber auch im allgemeinen Klettern. Ist einfach eine verdammt nice Übung, weil es gibt eine Menge Freiheit, was Klettern angeht oder einfach auf eine Stange hochzukommen. Und natürlich einen Haufen Kraft. So, deswegen, wie funktioniert ein Muscle-Up? Jetzt gibt es ein kleines Muscle-Up-Tutorial und zwar will ich dir zeigen, wie ich so damals an den Muscle-Up rangekommen bin, wie ich den so trainiert habe, ja, was so die besten Vorübungen sind, dass du auch irgendwann am besten auf die Stange kommst. Ich habe dazu ein bisschen Unterstützung und zwar den Physiotherapeut meines Vertrauens. Silvan ist mit am Start. Grüß dich. Wenn ich an meine Grenzen komme, irgendwas nicht erklären kann, hier ist der Mann dafür. Ich bin Sportphysiotherapeut aus Berlin, betreue die Nationalmannschaft von den Turnern. Und seit ein paar Jahren ist auch Benny und ja, freue mich heute auch ein bisschen was über den Muscle-Up dann lernen zu können. Bin gespannt, weil ich habe so eine, gerade zu den Resisted-Bändern, irgendwie zu den Gummibändern habe ich eine extreme Frage. Da habe ich eine Frage, weil ich keine Ahnung habe, ob die funktionieren, wie sie funktionieren. Ja. Ich fange erstmal kurz an mit, wie ich das so gelernt habe. Ja, auf geht's. Es gibt ja verschiedene Arten, Muscle-Up zu machen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also mit einer Turnerkippe, dass ich quasi die Beine vorschwenken lasse. Ja. Und dann in den Puls hole. Die Frage ist, ist es dann noch ein Muscle-Up? Das ist die Frage, wenn halt die Füße höher sind. Ja? Das ist ja die normale Turnerkippe, oder? Die meinst du? Ja, genau. Ich weiß, bei uns das ist wie so ein ganz hoher Toast-to-Bar und dann drückst du dich in die Hüfte. Das ist nochmal so ein bisschen was anderes gefühlt. Absolut. Ich kenne die Cheat-Variante, wie wir es im Parkour damals immer gemacht haben, ist dieses, dass die Beine so einen Impuls nach oben geben und man dann so versetzt hochgeht. Das ist so habe ich es eigentlich am Anfang immer gelernt. So diese Chicken-Wing-Technik? Ja, genau, so dieses komplett hochcheaten. Ja, ja, ja. Aber so habe ich es damals gelernt und ich glaube, das ist so die Art und Weise, wie man es am Anfang auch funktionieren, wie man es am Anfang auch üben kann, indem man sich wirklich so zack, so einen Kick mitgibt, ja, um dann hochzukommen. Aber ich glaube, bis dahin ist auch schon mal ein weiter Weg. Ich wollte gerade sagen, also wenn du die Zugkraft hast, überhaupt schon mal auf die Stange zuzugehen, dann passt das ja auch so, ne? Und den Impuls dann gibst. Ich muss mich voll zurückerinnern, weil bei mir ist es so, ich habe mein Muscle-Up gelernt, da war ich, keine Ahnung, 13 oder 14 oder sowas. Und seitdem ist er irgendwie drin. Deswegen muss ich gerade mal überhaupt überlegen, wie ich den trainiert habe. Ich glaube, ich habe ihn immer versucht, bis er irgendwann geklappt hat. So mit Schwung halt. Über einen hohen Pull-Up quasi? Ja. Okay. Ich glaube. Weil das Ding ist, wenn man jetzt mal aus dem Turn geht oder sich aber auch diese Turnerkippe nochmal anschaut, ist es ja ganz anders als ein Pull-Up, weil du ja viel weiter hinten bist. Ja. Viel weiter hinter der Stange, als dich jetzt, wie wenn du einen Strict ziehen würdest, da hochzuschieben. Ja. Deswegen ist es schon ein Unterschied, glaube ich, ob man den halt mit Impuls lernt oder ob du ihn halt strict zuerst lernst. Und das ist ja an der Stange nochmal schwieriger als an den Ringen zum Beispiel. Ja. Also das heißt, wir haben die Kippe quasi mit Schwung, was, sage ich mal, schon fast eine andere Übung ist, ja, die Turnerkippe. Dann mit gecheatet mit den Beinen hochziehen, mit ein bisschen Schwung und den Stricten aus Kraft. Ne? Ja, genau. So also die drei Varianten, ja. Also ich glaube, ich habe auch mit Schwung angefangen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt die Kraft langsam und dann konnte ich ihn hochmachen. Ja. Damit was fangen wir da jetzt an, denen zu zeigen, wie das funktioniert? was ist deiner Meinung nach so der erste Step zu einem Muscle-Up? Ich glaube, dass du genügend Volumen hast im Pull-Up und dass du genügend Volumen hast im Dip, auch gerne schon an der Bar, nicht so an den Holmen, dass du auf jeden Fall die Grundkraft mitbringst. Ne? Weil auch so das, wie ich arbeite und wie ich es auch im Turn halt gelernt habe, ohne die Power im Oberkörper, macht es keinen Sinn, mit Schwung zu arbeiten, weil du diesen Impuls gar nicht abfedern kannst oder überhaupt gar nicht kontrollieren kannst, was du gerade machst. Ja. Deswegen, glaube ich, sollte man eine gewisse Grundkraft auf jeden Fall mitbringen. Und das ist halt ein stricter Pull-Up und ein stricter Dip. Okay. Und dann daraus, denke ich mal, ist die nächste Stufe. Stopp, kurz zusammenfassen. Pull-Ups lernen, also Klimmzüge lernen und Dips auf Stangen lernen. Das bedeutet exklusive Klimmzüge, würde ich jetzt mal so sagen, oder explosiv hoch, langsam runter. Ja. Wirklich einfach hoch und runter. Was ich gemerkt habe, was mir extrem geholfen hat, ist immer mit Gewichten noch. Also irgendwie mit Gewichtsweste, aber halt dann die Übung kontrolliert ausführen, dass man nicht in die Gelenke reinfällt, nehme ich mal an, sondern einfach wirklich kontrolliert macht. Und das Zweite, was er gemeint hat, war ein Dip auf der Stange. Kurz hoch, dass man quasi schon auf der Stange ist und dann hier die Dips macht, ne? Genau. Weil das ist ja eigentlich auch die zweite Bewegung. Man kommt so oben an, muss sich dann noch hier hochdrücken. Genau. Ich glaube, was man da noch machen kann, wenn du schon mal dann oben auf der Stange bist, dass du so langsam wie möglich nach unten gehst, das ist eigentlich auch eine ganz gute Übung, um so die Exzentrik, um jetzt mal einen Fachbegriff reinzuhauen. Ja. Und das zu üben. Absolut. Weil ich glaube, da gibt es ja genau diesen Kipppunkt, wo man so runterkippt und dann sackt man so weg, um zum
genau. abzubremsen. Genau. Klar ist natürlich die Möglichkeit, um die Kraft noch weiter zu entwickeln. Ich glaube, das ist noch einfacher an den Ringen erstmal, das zu lernen, weil du ja quasi zwischen die Ringe dazwischen kommst ja. und hier dich dann schön reinhängen kannst. Ja? Stimmt, ja. Anders als bei der Bar, weil die ist halt immer im Weg und da musst du immer irgendwie drumherum. Ja. Also ich glaube, um genau diesen Punkt, den du gerade erklärt hast, da besser zu trainieren, sind die Ringe noch praktikabler okay. am Anfang. Wir haben ja gerade welche hier, können wir das kurz einmal ausprobieren. Mhm. Ja, dann, ja, Muscle Up an Ringen ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Und wenn du jetzt quasi den Dip runter gehst und dich von da aus in den False Grip langsam rein... Ja, genau. Hast du genau da diesen Umkehrpunkt, den du trainieren kannst. Ja, genau, jetzt habe ich gemerkt, so diesen hier und dann da Stopp machen. Ja. Ja, nice. Ringe. Ja, und dann eben der Übertrag wieder zurück auf die Stange, dass du eben die Kraft hast, da dich rauszudrücken. Ja. So, ich glaube, da kann man sehr, sehr viel von den Ringen dann wieder mit auf die Stange zurückbringen. Kurz zusammengefasst, Kraft aufbauen. Klimmzüge, Dips auf der Stange oder an Ringen, um den Übergang zu machen. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch noch, was ich immer merke, gerade bei den Strikten, ist die Haltung mit den Händen. Im Endeffekt musst du die Hände schon, umso weiter du sie oben auf die Stange drauflegst, desto weniger musst du sie quasi aktiv drehen. Das bedeutet, wenn ich es mal hier zeige, wenn du jetzt so greifst unten und dann hochgehen willst, dann musst du ja dein komplettes Handgelenk um die Stange rumdrehen. Deswegen ist es hilfreich, wie so den Dead Hang, sich schon so weit wie möglich hier mit den Händen über die Stange zu drehen. Das Problem ist auch, du brauchst sonst einfach viel mehr Impuls. Ne? Du brauchst ja einmal dieses Momentum, wo du Last von den Händen wegnimmst, um dann überhaupt drehen zu können. Genau, ja, dieser Moment. Exakt. Ich finde es auch spannend, weil also dünnen Stangen habe ich den Daumen auch meistens unten, aber wenn ich dicke Stangen habe, habe ich den Daumen eigentlich oben drüber. Absolut. Wenn du halt dann Schwung nach vorne nimmst, auch immer so ein bisschen tricky sein kann, wie gut du dich hältst. Wenn man ganz klasse auf den Turn kommt, musst du immer den Daumen drum nehmen, so als Safety. So, ne? Bin ich auch so ein bisschen von weggekommen. Ich glaube, du kannst dich auch sehr, sehr sicher mit allen Fingern von oben greifen, aber es geht halt natürlich dann um die technische Ausführung. Ja. So, ne? Wenn du es sicher hältst, dann passt es so auch. Geil, wenn ich Riesenfelgen mache, dann merke ich manchmal, weil so dicken Stangen habe ich auch, wenn ich vorschwinge, habe ich den Daumen unten quasi. Ja. Und dann mache ich ihn immer, wenn ich runterschwinge, quasi habe ich den Daumen oben. Und wieder unten. Ich wechsle während der Riesenfelge hoch und runter. Ja, ist schon interessant, ey. Richtig witzig. Wobei ich da mal sagen muss, ey, so eine Riesenfelge ohne Turnerriemchen an so einer Stange ist auch crazy. Jetzt habe ich eine Frage zu den Resistbändern. Und zwar, ich habe mal gehört, dass das gar nicht so gut ist, weil man dadurch einen falschen Winkel hat, weil die einen komisch wegdrücken. Für den Muscle-Up. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube, bei den Ringen noch einfacher, weil es dich ja im Grunde genau nach oben pusht, da wo du auch hin willst. Ja, auf jeden Fall. Haben wir ein paar Sachen hier. Nehmen wir ein grünes, nehmen wir mal ein rotes. Ich glaube, das macht doch gefühlt ist halt so, dass man in so eine falsche Position reinkommt und dann gefühlt eine falsche Muskelgruppen trainiert. So, das ist in meinem Kopf irgendwie immer so. Wir nehmen das grüne, das pusht dich halt extrem natürlich gleich. Warte, ich muss hoch reinspringen, oder? Nee, du kannst ja reintreten auch. Ja. Okay. Gehen wir beiden rein? Genau. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein Muscle-Up mit Resistband gemacht. Okay, probier mal, guck mal, was passiert. Genau, das ist nämlich das Problem. Boah. Und das ist eigentlich verrückt, weil du kannst es ja ohne viel besser. Ja, aber das meine ich. Man kommt in so eine ganz komische Position rein. Du kriegst halt den Impuls nur nach oben, weil das Band dich ja nach oben zieht. Ja, das fühlt sich falsch an. Genau, anstelle von, dass du halt diesen Schwung nach hinten bist, das meinte ich ja vorhin, dass du beim Bar-Muscle-Up eigentlich viel weiter hinter der Stange bist als beim Pull-Up. Und das ist ein bisschen im Weg, habe ich gemerkt, wenn ich hochgehe, weil man geht ja beim Muscle-Up dann direkt hier so in die Position. Genau. Und da ist das Ding. Und da limitiert dich eben das Band. Und das ist, glaube ich, um Grundkraft aufzubauen, auf jeden Fall. Ja. Ne? Auch da ist ja meistens so die schwierige Position beim Pull-Up. Ich glaube, das hilft einem schon, aber für einen geschwungenen Bar-Muscle-Up ist es, glaube ich, die falsche Taktik. Ja. Also da geht es dann eher darum, eben diese Kraft im Mittelkörper aufzubauen, dass du diese verschiedenen Positionen stabilisieren kannst, Kraft im Oberkörper aufzubauen und dann geht es ums richtige Timing. Das musst du einfach finden. Weg mit den Dingern. Grundkraft gut für einen Muscle-Up selber, weniger. Ja. So mal kurz die Technik analysieren mit dem Schwung. Am Anfang habe ich den Muscle-Up auch so ein bisschen aus den Schultern raus. Also gerade auch, achtet mal auf die Beine, was ich mit den Beinen mache, weil ich habe da so einen ganz, ganz minimalen Schwung und dann ist es so, man muss so ein bisschen für sich rausfinden, wann der richtige Moment gekommen ist, dass man dann quasi hoch
Und das Erste, was sich bewegt, sind eigentlich die Knie. Dass ich quasi mit den Knien mich, wenn ich nach vorne schwinge, ziehen die Knie hoch und dann kicken die so leicht nach vorne. Ja. Du brauchst nur eine Konterbewegung, ja, ne? Ja. Also du beugst einmal an und dann explosiv rausschieben. Ja. Als würdest du dich quasi irgendwo wegdrücken, aber halt in der Luft. Ja. Dadurch generierst du den Impuls und das treibt dich dann hinter die Stange nach oben, dass du dann in diese Bewegung reinkommst. Ja. Ne? Was gibt es jetzt noch für eine Geheimübung? Ich habe noch eine, aber die ist draußen, da können wir gleich machen. Hast du noch eine? Wir haben ja im Grunde noch diese Transition aus dem CrossFit, ja, dass du über diese Arch-Hollow-Bewegung eben noch mehr kommst. Und das ist dann weniger Impuls, sondern halt mehr Schwung aus Mittel- und Unterkörper, den du nutzt, um dann nach oben zu kommen. Okay. Vielleicht zeige ich das einmal kurz vor. Aus dieser Hollow-Arch-Bewegung und aus diesem Kipp, das ist ja dieser Kippen-CrossFit, dass du darüber die Schwungbewegung einleitest, um dich mit der Hüfte nach oben zu schießen. Das ist dann das, wo die immer abdingseln, wenn sie keine Kraft haben. Ja, ich hoffe nicht, ja. Aber du schwingst dann nur so in dem hier, ne? Genau. Oh, ja, geht auch. Genau. Ein bisschen ungewohnt, aber... Genau, ist für dich wahrscheinlich aktuell das falsche Momentum. Für dich ist es viel einfacher, dich rauszukatapultieren über diese Streckbewegung unter Körper. Man kann auch beides kombinieren, ja. Hat auch ein bisschen immer damit zu tun, wie kannst du dich gerade an der Stange festhalten? Ja. Wie ist dein Griff? Um dann natürlich auch eine, also irgendwo ran musst du dich ja festhalten. Ja, ja. Um diesen Impuls zu erzeugen, dann nach oben weiterzuleiten. Ich habe noch eine Variante mit komplett gestreckten Armen. Okay. Ich weiß nicht, ob das Muscle als Muscle abzählt. Sie wird schwingen. Ja. Ja gut, aber das ist, glaube ich, eher so eine Schwungübung. Das ist ja wupp. Genau, das ist wie ein Pullover. Ja. Ja. Aus dem Latissimus im Grunde alles, weil du ja aus der Schwungbewegung nach hinten kamst und dann hier dich festgemacht hast und direkt bist du oben. Ja. Erfordert natürlich extrem viel Kraft hier im Oberkörper, aber klar, wenn du stabilisieren kannst und hier den Impuls einleiten kannst, ist es ja auch mega. Ich hab noch eine Übung, die ist draußen, die können wir euch zeigen. Das ist quasi ein bisschen parkourlastige Übung, aber die habe ich auch immer gemacht, um mich vorzubereiten. Lass mal rausgehen kurz. Auf geht's. Ja, das ist jetzt keine perfekte Mauer, aber was ich eigentlich gemacht habe, ist so, bin in die Armsprungposition vom Parcours, quasi so. Und dann heißt es, sich hochzuballern und wieder aufzufangen. Hochzuballern, wieder auffangen. Eigentlich ist es besser. Ich brauche ein bisschen höhere Wand und dass du vorne greifst. Das ist noch ein bisschen besseren Effekt. Quasi. Das sage ich auch, diese Klimmzugbewegung. Und dadurch übt man auch diese Explosivkraft und sich wirklich hochzuballern. Auch wenn du Muscle-Up irgendwann an der Wand machen willst, beste Vorübung. Einfach hoch und wieder auffangen. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, was du aktiv machen kannst, um zum Muscle-Up hinzutrainieren, um zu deinem ersten Muscle-Up zu kommen, ist aktiv Klimmzüge und Dips zu trainieren, also Dips gerade auf der Stange, Klimmzüge immer sehr explosiv, mit Gewichten hilft es auch, um da wirklich diese Grundkraft aufzubauen, um wirklich die Power zu bekommen, nach oben zu kommen. Dann darauf achten, wie hast du deine Hände, dass du dann mal übst, die Hand wirklich auf die Stange draufzulegen, das ist so eine Sache. Dann ist das Erste auch, was du machen kannst, versuchen mit Schwung irgendwie hochzukommen, dass du deine Knie nach oben ziehst, um dann nicht irgendwie hochzukrebsen, auch wenn es erst versetzt ist, überhaupt nicht schlimm, dass du auf die Stange kommst, dich dann mit dem Dip nach oben drückst. Resistbänder haben wir gesagt, finden wir für den Muscle-Up selber nicht so praktisch, weil du in eine falsche Bewegung reinkommst und sich das irgendwie alles ganz komisch dann anfühlt. Wobei es wieder für die Grundkraft ganz gut ist, um da sich so ein bisschen zu unterstützen. Und die Extraübung an der Mauer, dass du dich einfach noch hochziehst. Habe ich was vergessen? Negativ. Negativ am besten negativ an den Ringen. Ja. Ne, weil du viel besser die Position trainieren kannst. Genau diesen Wechsel aus so einem sehr tiefen Klimmzug in den Dip rein bzw. zurück. Ja, beides kannst du sehr, sehr schön mit den Ringen kombinieren und dann wieder zur Stange wechseln. Ja. Kannst du aus dem FF ganz kurz sagen, so ein Mini-Trainingsplan für eine Woche oder für zwei Wochen, kriegst du es hin, so in zwei Sätzen? für die Grundkraft. Dass du probierst, Volumen aufzubauen für einen Klimmzug und für einen Dip. Und da kannst du im Grunde fang mit Wiederholungen an, die du nicht bis zum Ende gehst, sondern dass du vielleicht so zwei, drei im Tank lässt. Dafür machst du 3-4 Sets und dann packst du pro Woche einen Satz einfach oben drauf. Mhm. Ja? Dass du nicht bis ganz zum Versagen gehst und dann im zweiten Satz gar nicht mehr kannst. Gar nichts mehr, gar keine mehr. Ja. Sondern ein gewisses Volumen aufakkumulieren kannst. Zwei noch. Im Klimmzug, im Dip. Und dann geht es darum, diese Transition zu üben. Mhm. Und da würde ich mir einfach Zeit nehmen. Ja? Also Versuche sollten auf jeden Fall mit viel Bewegungsqualität da sein und dann auch ruhig mal 2-3 Minuten Pause dazwischen,
Und das kann man ruhig zwei, drei Mal die Woche wiederholen und dann seid ihr auf jeden Fall in 4, 6, 8 Wochen definitiv weiter. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob dir die Tipps was geholfen haben, ob du was mitnehmen konntest, ob du vielleicht schon Muscle Up kannst, ob du Bock auf den hast. Ich empfehle es dir auf jeden Fall, es ist eine geile Übung, einfach eine Stange sich hochziehen zu können. Was gibt's Cooleres? Voll. Ja, ansonsten natürlich Kanal abonnieren, Like da lassen, freut mich natürlich und teils Video mit allen, wo du denken solltest, wo du denkst, die sollten Muscle Up können. Tschüss. Ciao.